Ja, hallo meine liebe Sängerin. Dieses Video ist richtig für dich, falls du Twang bereits in deiner Stimme anwendest und deshalb wahrscheinlich auch der einen oder anderen Fehlerquelle bereits begegnet bist. Falls du nicht weißt, was Twang ist oder den auch noch nicht in deiner Stimme angewendet hast, dann gibt es sicher andere Videos von mir, die besser für dich geeignet sind. Ich habe übrigens auch eine Playlist zum Thema Twang, dann schau doch da mal rein, was ist Twang und so weiter. Von diesem Video gibt es bereits einen Teil 1, die häufigsten Fehler, die eben bei der Verwendung von Twang entstehen. Ich verlinke dir diesen Teil 1 unten in der Videobox. Falls du den Teil 1 noch nicht gesehen hast, dann schau den doch unbedingt an, weil diese beiden Teile gehören zusammen. Also jetzt herzlich willkommen zu Teil 2, der häufigsten Fehler, die bei der Verwendung von Twang entstehen. Mein Name ist übrigens Jasmin Schmid, ich bin Sängerin und Vocal Coach. Mein Lieblings- und auch mein Spezialgebiet ist seit über 20 Jahren das Thema Belting und da ist Twang eben auch ein großer Bestandteil davon. Im ersten Video habe ich dir bereits 6 häufige Fehlerquellen vorgestellt und wir gehen jetzt mal zu Fehlerquelle Nummer 7. Also wie du bereits weißt, ist Twang eine Komprimierung und die wendet man an, weil man der ursprüngliche Sinn von Twang ist, dass du durch den Twang diese ganze Tragkraft, diese Power, diese Durchschlagskraft in deiner Stimme hast, eigentlich durch eine bestimmte Frequenz, durch eine bestimmte Tragkraft und nicht durch Kraft. Und das, wie gesagt, macht man durch eine bestimmte Komprimierung, die du wahrscheinlich kennst, wenn du schon Twang anwendest. Aber wie immer im Leben ist es häufig nicht nur das eine, also nicht nur nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich vergleiche die Twang-Geschichte immer wieder gerne mit Blasinstrumenten und nehme auch gerne diesen Vergleich nochmal. Also jedes Blasinstrument dieser Welt hat zuerst diese Komprimierung beim Mundstück. Trompete, Saxophon, Posaune, Alphorn, selbst ein Megafon ist immer zuerst eng und dann wird es weit. Das Alphorn wird weit, die Trompete, die Posaune, du weißt, was ich meine. Und das ist bei unserem Instrument so ähnlich, da wo der Ton entsteht, also quasi beim Mundstück, da ist ein bisschen Komprimierung da, damit der Ton schön komprimiert, fokussiert wird. Und dann haben wir Raum, damit sich dieser komprimierte Ton auch richtig schön ausbreiten kann. Ich sage manchmal auch mit einem Augenzwinkern, das ist dann wie die Tiefgarage hinten dran, wo sich wirklich dieser komprimierte, fokussierte Ton auch so richtig entfalten kann. Jetzt, was ich immer wieder erlebe in der Praxis bei Leuten, die von irgendwo Twang gelernt haben, dass die zwar komprimieren, 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 aber dass die wie den Teil der Öffnung vergessen, weil es ist nicht nur komprimieren, es ist nicht nur öffnen, es ist eben beides. Und wie immer, wenn man zwei scheinbar gegensätzliche Sachen hat, ist das viel schwieriger für die Koordination. Erlebe ich immer wieder, dass zum Beispiel Leute Twang irgendwo gelernt haben und dann kommen sie zu mir und sagen, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel der Lady Gaga zuhöre, bei ihr klingt das irgendwie viel voluminöser, viel voller. Und sie meinen genau das, dass sie eigentlich selber sehr stark komprimieren, aber was sie nicht machen, ist dann die Öffnung. Ich mache es dir am besten akustisch vor. Ich nehme mal wieder von Adele Someone Like You, das ist ein Song, den jeder kennt. Ich beginne zuerst ein bisschen tiefer. Also, wenn ich nur komprimiere und dann passiert, ich beginne tiefer. Never mind, I'll find someone like you. Jetzt habe ich zwar diesen ganzen Twang-Klang drin, aber irgendwie, ja eben, ist er nicht so voluminös. Im Vergleich zu, wenn ich komprimiere und öffne. Never mind, I'll find someone like you. Jetzt habe ich diesen Raum drin. Ich mache es nochmal gleich nacheinander. Nur Komprimierung. Never mind, I'll find someone like you. Never mind, I'll find someone like you. Nur Komprimierung. Never mind, I'll find someone like you. Never mind, I'll find someone like you. Sobald ich den Raum dazu nehme. Hier ein bisschen höher. Nur Komprimierung. Never mind, I'll find someone like you. Und da fällt irgendwie so ein bisschen was. Und mit Raum. Never mind, I'll find someone like you. Nur Komprimierung. Never mind, I'll find someone like you. Raum dazu. Never mind, I'll find someone like you.
nur Komprimierung. Never mind, I'll find someone like you. Mitraum. Never mind, I'll find someone like you. Das heißt, wir haben wie beides, wir haben Komprimierung und Raum. Vielleicht übertreibe ich mal in alle Richtungen. Ne? Nur Komprimierung. Never mind, I'll find someone like you. Jetzt habe ich zwar Twang und Durchschlagskraft, aber es geht so, wie es klingt. Ne? Ich mache nur Öffnung. Never mind, I'll find someone like you. Jetzt fehlt mir die Komprimierung. Und wenn ich beides habe, Komprimierung und Öffnung. Never mind, I'll find someone like you. Es hat eine gewisse Komprimierung und eine Öffnung. Verstehst du, was ich meine? Ich unterteile das auch sehr häufig im Unterricht, dass man sich mal nur auf das eine, mal nur auf das andere konzentriert, der Einfachheit halber. Aber schlussendlich gehört dann immer beides zusammen. Zum Beispiel auch, je höher, dass du dann beltest, da steigt dann der Anteil der Komprimierung. Aber gerade so bei mittleren Belting-Tönen, wie sie vorher bei diesem A, da kann ich noch einen guten Teil an Raum drin haben. Wie du weißt, die Komprimierung, die entsteht im Kehlkopftrichter. Und mit dem Raum meine ich wirklich so Nasenrachenraum. Also der Raum wäre wie so hier und die Komprimierung hier. Da dieses Thema, wie soll ich sagen, da mir dieses Thema sehr am Herzen liegt, werde ich zu diesem Punkt 7 ein ganzes Video machen, wie du das auch üben kannst. Also sprich, wenn du zwar Twang in deiner Stimme anwendest, aber es dir nicht so gefällt, weil du so wie findest, es klingt irgendwie so ein bisschen gepresst oder ein bisschen zu wenig voluminös oder wie auch immer du es ausdrückst, dann schau dir dann unbedingt dieses Video an, das in den nächsten Wochen kommen wird. Wahrscheinlich werde ich es benennen wie so klingt dein Twang schöner oder irgend so in die Richtung. Ja? Gut, in eine ähnliche Richtung geht mein Punkt 8, also es geht in dieses Thema rein, aber ich beleuchte sie von einer anderen Seite. Also, es gibt sogenannte helle Vokale und es gibt dunkle Vokale. Also zu den hellen Vokalen gehört zum Beispiel I, E oder da hätten wir auch noch A, Ä. Dann bei O, U sind wir bei den dunklen, haben wir auch noch A und so weiter. Aber einfach, dass du mal so dieses vereinfachte Vokaldreieck siehst. Also, beim Belten und der Verwendung von Twang wollen wir einfach eigentlich, dass die Stimme sehr hell klingt. Weil dieses Helle hat dieses durchschlagende, tragende, bissige Twang ist hell. Aber eben wie immer im Leben ist es nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Obwohl es hell ist, hat es immer auch einen gewissen dunklen Anteil drin. Das heißt, wie ich vorgehe, ist folgendermaßen. Wenn jemand zu mir kommt und Twang beispielsweise noch nicht kennt oder nicht anwendet, dann beginne ich mit dieser Sängerin zuerst mit den hellen Vokalen. Weil diese hellen Vokale, die fördern deinen Twang. Hä? Die ganzen bekannten Twang-Silben wie yeah, 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 nay, 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 again and again, ay, 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 quack, 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 quack. Wirklich all diese extremen hellen Silben, die den Twang fördern. Sobald jemand dann aber seinen Twang gut in der Stimme hat, dann gehe ich zu den dunklen Vokalen, weil die dunklen Vokale haben mehr Raum. Dass ich dann eigentlich auch selbst, wenn ich in einem Lied einen dunklen Vokal habe, dass ich den sehr hell abfärbe. Also ich bringe dir auch ein paar Beispiele. Ich habe mir extra ein paar Songstellen notiert mit dunklen Vokalen. Vielleicht kennst du von Four Non Blondes What's Up? Und da ist diese Stelle von What's Going On. Ne? Haben wir alles dunkle Vokale? What's Going On? Machen wir das gleich mal als Übung. Wenn ich das jetzt dunkel singe, What's Going On? Habe ich keinen Twang, keine Durchschlagskraft in der Stimme. Das heißt, ich mache zuerst eine Twang-Silbe und mache beispielsweise Yeah, 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 nay, 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 quack, 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 quack. Und dann platziere ich diese dunklen Vokale, what's going on, färbe ich die ein bisschen heller. Mach es nochmal vor dunkel, wenn ich mache, what's going on, und ich übertreibe immer, ich mache sie her, what's going on, und jetzt habe ich so eine gute Mischung drin. Ich mache es zuerst zu dunkel, what's going on,
mache ich seinen Head-Vocal. Yeah, 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 what's going on? Hörst du, wie ich diese dunklen Vokale eigentlich sehr hell abfärbe? Ja? What's going on? Zu dunkeln. Yeah, 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 what's going on? Jetzt klingt meine Stimme hell, obwohl alles dunkle Vokale sind. Das heißt, dunkle Vokale färbe ich heller ab. Umgekehrt aber auch, habe ich nur helle Vokale, hilft es, wenn ich eine Prise dunkel reinnehme. Also da ist mein Lieblingsbeispiel von Adele, When We Were Young, wenn sie singt, Let me photograph you in this light in case it is the last time that... Haben wir sehr viele helle Vokale. Hä? Okay, wenn ich jetzt das einfach nur hell mache, ich beginne auch zuerst tiefer und ich mache... Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were. Dann ist wieder dieser Klang, wo wir zwar Twang drin haben, aber irgendwie klingt es halt einfach nicht so schön. Hä? Und wenn ich jetzt da wieder ein bisschen Raum, ein bisschen Dunkel reinnehme, nur eine Prise. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might. So, ich hatte gerade noch einen Frosch auf dem Hals. Okay, ich mache es wieder nur hell, Originallage jetzt. Let me photograph you in this light. Jetzt ist es nur hell, dann hat es wieder so ein bisschen diesen gackigen, wie wir in Schweizerdeutsch sagen, Klang. Wenn ich wieder ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Dunkel anteile. Let me photograph you in this light. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen die letzten zwei Punkte zusammen gepackt. Also, das, was ich gesagt habe im Punkt 7 war es, glaube ich, dass nicht nur Komprimierung, sondern auch Öffnung da ist. Das hängt zusammen auch, es ist nicht nur hell in der Farbe, sondern hat auch immer noch einen bestimmten Anteil dunkel drin. Also, dass du mich richtig verstehst, Twang ist hell, der helle Teil dominiert, aber es ist nicht nur hell. Ich habe da versucht, so eine Tabelle zu zeigen, wenn das so die Mitte wäre, ist Twang oder Belting halt wirklich immer eher auf dieser Seite, aber es ist nicht hier. Vielleicht bist du auch hier, aber du bist nie da. Verstehst du, was ich meine? Also helle Vokale mache ich ein bisschen dunkler, ein bisschen runder, damit es nicht so scharf klingt. Und die dunklen Vokale mache ich ein bisschen heller. Es ist immer eine Frage des Mischverhältnisses. Okay, Punkt 9. Häufige Fehlerquellen bei der Verwendung von Twang. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Sängerinnen eine bestimmte Assoziation zum Wort Twang haben. Das heißt, sobald ich das Wort Twang sage, beispielsweise singen sie in der Nase, weil sie Twang mit in der Nase singen assoziieren. Das heißt, was ist bei dir passiert, dann ersetzt das Wort Twang. Ich möchte dir ein paar Beispiele bringen. Was ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel das Wort Metall, dass du Metall in der Stimme hast. Oder ich drücke es mal tontechnisch aus, dass du mehr Mitten in deiner Stimme hast. Oder dass du dir die Klangfarbe hell vorstellst, strahlend vorstellst. Eine Schülerin von mir hat sogar mal gesagt, es hat Bling-Bling im Ton. Vielleicht ist das ein Ausdruck, der für dich passt, dass es genug Bling-Bling im Ton hat, dass es genügend Biss im Ton hat, Schärfe und so weiter. Schreib mir doch unten in die Kommentare, mit welchem Begriff du am meisten anfangen kannst. Ist das Wort Twang oder magst du auch wie ich das Wort Metall, helle Klangfarbe, strahlend, durchdringend, Biss, Bling-Bling? Welche Begriffe helfen dir? Stellt es gerade alles ab. Dann Fehlerquelle Nummer 10. Ich nenne das Stauen. Weil Twang eine Komprimierung ist, gibt es viele Sängerinnen, die dann beim Singen anfangen zu stauen. Und das meine ich wirklich nicht mit Twang. Also Twang ist zwar eine Komprimierung, aber der Luftfluss, Airflow, der ist trotzdem noch da. Ich mache es auch mal vor. Nehm gerade nochmal das Let Me Photograph. Wenn ich staue. Let me photograph you in this light. Jetzt fühlst du wahrscheinlich schon mit. Es gibt so wie dieses gestaute Gefühl. Und das meine ich wirklich nicht.
Was dagegen hilft, ist zum Beispiel eine Bewegung, von der du wirklich dir vorstellst, trotz der Komprimierung, es fließt immer. Let me photograph you in this light. Es fließt im Vergleich zu, wenn ich wie festhalte. Das heißt, eine fließende Bewegung oder wenn du dich auch beim Singen irgendwie durch den Raum bewegst oder eine schöne Hilfsvorstellung finde ich zum Beispiel auch beim, bei der Geige, der Geigenbogen, der gleitet immer über die Saiten. Das ist nie einfach. Also pass auf, dass du nicht staust. Irgendeine Bewegung, die dieses Fließen macht. Was auch in diese Richtung geht, unsere Konsonanten sind auch eher stauend. Das heißt, bei Belting-Tönen ist es wichtig, dass du eher auf die Vokale A, E, I, O, U gehst. Ich mache es auch nochmal mit diesem Beispiel vor. Wenn ich mehr auf die Vokale gehe, A, E, I, O, U, und ich mache, let me photograph you in this light, dann fließt es. Und wenn ich zu fest auf die Konsonanten gebe, let me photograph, dann staut es auch mehr. Also bei hohen Belting-Tönen wirklich immer fließen lassen, nicht zu fest auf der Sprache stauen. Übrigens, Entschuldigung, wenn da meine Intonation nicht immer ganz sauber ist, wenn ich zwischen richtig und falsch und sprechen und singen hin und her wechsle. Du verstehst mich, ja? Und dann, last but not least, Fehlerquelle Nummer 11, ungünstige Lage. Was ich damit meine ist, viele, also wenn du jetzt neu bist mit dem Thema Twang, üben das zuerst in einer ungünstigen Lage. Also wahrscheinlich weißt du das schon, je höher man beltet, desto mehr Twang muss in deiner Stimme drin sein. Also gibt es immer wieder Sängerinnen, die das Gefühl haben, ah, je höher, desto mehr Twang, also übe ich doch diesen Twang gleich gerade in der ganz hohen Lage. Jetzt hast du aber so wie das Thema, sind diese hohen Töne plus der Twang, es ist wie zu viel auf einmal. Das heißt, finde für dich diesen, wie ich nenne, Sweet Spot, also in einer bequemen Lage, nicht zu tief, nicht zu hoch, sondern für dich eine bequeme Lage, wo du mal wie eine Phrase abwechslungsweise mit viel oder wenig Twang singen kannst, dass du das mal so zuerst in einer bequemen Lage ausprobierst, bevor du das gerade mit den ganz hohen Tönen machst. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass Leute einfach wie diese Twang-Geschichte wie gleich bei zu hohen Tönen anwenden wollen. Also mach das wirklich zuerst in einer bequemen Lage. So, das waren meine 11 häufigsten Fehler, die ich in der Praxis erlebe von meinen Sängerinnen, Gesangsschülerinnen. Und ja, mich interessiert natürlich sehr, welcher dieser Fehler dir bekannt vorgekommen ist. Falls du den ersten Teil des Videos noch nicht geschaut hast, dann schau das unbedingt an. Das sind wirklich so die 11 häufigsten Fehler, die mir in der Praxis begegnen. Ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du noch eine Frage hast, schreib es mir doch unten in die Kommentare rein. Und ich bin sicher, du hast meinen Kanal schon abonniert. Falls nicht, hol doch das noch nach. Gib mir einen Daumen hoch, falls dir das Video gefallen hat. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bye, bye.